Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge 187 von Avorion. Ja, wir sind Sektor weiter. Wir müssen gucken, ob wir da irgendwelche Aufträge von der Bruderschaft da finden oder was es war. Ich würde sagen, nach dem Intro gucken wir mal die Station nach, ob da was zu finden ist. Ne? Bis gleich. So, dann gucken wir mal, was haben wir denn hier so? Reparaturdock. Das, was am schwarzen Brett hängen, nein, leider nicht. Ressourcendepot, da hängt auch kein Auftrag. Handelsposten, schwarzes Brett hängt auch nichts. Und noch ein Handelsposten und schwarzes Brett hängt auch nichts, leider nicht. Hier ist ein Güterschiff, fragen wir das mal. Das hat keine Informationen. Gibt es hier etwas Interessantes? Ja, den kennen wir schon. Und das andere sind Fregatten, bis auf den Frachter. Da kann man auch noch was fragen. Haben wir noch mal Glück gehabt, ne, dass da noch eine Abfrage kam. Okay. Okay, das kennen wir ja schon, das ist klar. Okay, da sind wir hier auch nicht weitergekommen. Dann bedeutet das, wir müssen mal weiter gucken, dass wir weiter springen. Ne, das war schon richtig, das ist schon richtig. Ja, leider kein Erfolg bei den Stationen. Ich hoffe, jetzt haben wir Erfolg vorm Springen, ohne dass wir einen Asteroiden abballern. Hat geklappt. So, sollen wir mal gucken, aber gibt es irgendwo ein Wurmloch, was uns in die weite Entfernung bringt? Ne, eigentlich nicht. Aber wir müssen das Stück da irgendwie noch überbrücken, ne? Ja, hier gibt es eine Forschungsstation, wo der von gesprochen hatte. Und schwarzes Brett, Ressourcenknappheit, Sektor erkunden. Ja. Was ist ein Sektor erkunden? Das ist aber nicht diese Aufgabe. Ne, ich glaube, das ist das nicht. Das war falsch. Aber warte mal, wenn das hier eine Forschungsstation ist, dann können wir doch mal gerade gucken, dass wir da Klamotten reinschmeißen und die verbessern, ne? Sortier das mal hier nach Typ. Ne, nach Material war schon. Ne, nach Seltenheit ist schon richtig. Was haben wir denn hier so? Das ist die Plasmageschütze. 4 Stück an der Zahl. Zack, die schmeißen wir mal da rein. Und was ist das fünfte, was wir da reinschmeißen? Klassikkanone, Eisenerzbergbauer. Pulsgeschütz. Was war das hier? Plasmageschütz. Achso, was haben wir hier für Material? Titan. Komm, dann schmeißen wir mal hier diese Klassikkanone da noch rein und forschen das Ding. Ach, ich muss an der Station angedockt sein. Auch sehr schön, ne? Ne, das wollten wir nicht. Wir wollten das und dann die Forschungsstation finden. Die ist da. Fliegen wir mal schnell hin. Und dann machen wir das nochmal, ne? Okay. Da dockt schon einer an. Geht ein Laserstrahler an? Nee, nee, aber ich bin noch gedockt, das reicht. Forschen auf ein neues. Wo waren die Viere? Da. Kann ich die alle auf einmal da reinziehen? Shift vielleicht? Ne, geht nicht. Und was hatten wir gesagt? Den Klassikkanonen dabei. Und dann forschen wir und kriegen ein Qualitätsduo-Plasma-Geschütz.
Okay, was haben wir hier noch? Autogeschützkontrollsystem, Batterie. Eigentlich ist das doch hier unten alles egal, ne? Wir stecken das einfach, das ist ja hier billiger Schrott auf Deutsch gesagt. Die packen wir jetzt mal gerade schnell einfach alle da rein und gucken mal, was wir rauskriegen, ne? Handelssystem ist es auch nicht wert, was soll das? Alles nichts Wichtiges. Schnellladebatterie-Upgrade gab es dafür dann. Rein damit. Ramschläser, okay. Dreifachschütz, Billiggläser. Was ist das hier? Ein Billig-Duopla. Okay. Was haben wir da drinne für Materialien? Titan ist das Schlechteste. Und da kommt ein Höchstgeschwindigkeitsüberbrücker raus, der dann gewöhnlich ist. Dann der Reparaturlaser. Hier ist ein Schildbooster. Batterie-Upgrades. Ein Booster, Batterie-Upgrade und ein Schildbooster. Das Geschützkontrollsystem schmeißen wir da rein und das auch. Dann gucken, was wir da rauskriegen. Schneidebatterie-Upgrade, okay. Hier haben wir ein Handelssystem, Transporter-Software. Transporterblock, ach, das ist auch nur ein billiger Scheiß. Alles da rein. Den Überbrücker haben wir drin und den Bergbau. Ne, das machen wir jetzt nicht. Waffen wollen wir jetzt nicht. Reparaturlaser, okay, den können wir da vielleicht noch reinschmeißen. Ja, machen wir den Reparaturlaser rein und gucken, was wir rauskriegen. Ein C6-Detektor, okay. So, ein R-Bergbau, na, den würde ich jetzt da noch nicht reinhauen wollen. Den machen wir da auch rein. Alle da rein. Und was kriegen wir raus? Und jetzt Gravitationskanone. Ziviles Geschützkontrollsystem haben wir hier. Ist das? Eine Frachtraumarbeit und dreiköpfige Hydra. Die tun wir nochmal nicht weg. Das Raumverstärker tun wir auch mal rein. Ah, hier, warte mal, das, dann fliegt das auf jeden Fall wieder raus, weil das noch ein. Da sind dann vier Geschützkontrollsysteme. Ist noch eins da? Ne, ich glaube nicht, ne? Gucken wir mal. Okay, haben wir ein Kontrollsystem gekriegt. Das ist schon mal gut. Das ist eine dreiköpfige Hydra, ne? Das ist jetzt nicht so. Das Batterie-Upgrade kommt da rein. Frachtraumerweiterung kommt da rein. Traktorstahl-Upgrade. Und gucken, was wir kriegen. Traktorstrahl-Upgrade, okay. Was haben wir hier? Aufbereitender Bottler. Warte mal, das denn? Oxanit, okay. Ist das ein bergbaumäßiger? Raffination, okay. Das ist ein R, Plasma. Hier ist auch noch ein R, den schmeiße ich da noch mit rein und hoffe, dass es nichts Schlechtes wird. Das ist eine Blaupause. Was haben wir hier noch? Klassikrakete Standard. Komm, den packen wir da noch mit rein. Und den auch. Und jetzt wollen wir hoffen, dass das Richtige bei rauskommt. Nobel aufbereitender Bergbauer. Okay. So, dreifach Antipulskanone. Dreifach Flak. Plasmalaser.
Lass mal Geschützturm und Gravitationsgeschützturm. Was kriegen wir raus? Ein Rapid-Plasma-Geschütz. Okay. Geschützkontrollsysteme sind mehrere da. Auf jeden Fall drei. Vierköpfiger Hydra. Generatorverstärker. Okay. Das sind alles Waffen, ne? Komm, lass da rein und gucken, was rauskommt. Cool. Gefäßgeschützkontrollsystem 4er dazu. Hyperraumverstärker 5 plus 17. Ja, jetzt fängt es langsam an, wo man überlegen muss, ne? Ist das Schildtemperatur? Na komm, dann schmeiß mal da rein. Den auch. Das auch. Der Detektor, okay. Transporter-Software. Die Bergbausubsysteme sind Traktorstrahl-Upgrade. Das geht dann noch rein und kommt das Hyperraumverstärker-Subsystem. Ja, nee. Oder? Ich nehme das und guck mal. Schildimperator, okay. So, dann machen wir hier mal eine Nobelkanone da rein. Eine Nobel-Dreifach-Railgun. Power-Doppellaser. Nobel-Duo-Laser. Und das ist auch noch Laser. Das war Laser-Railgun. Okay, egal, machen wir. Eco-Reparatur-Laser. Okay. Waffen haben wir noch genug, sehe ich gerade. Hiervon sind zum Beispiel da zwei von da. Warte mal. Den lass mal da. Den schmeißen wir da rein. Den auch. Und den auch. Und dann forschen wir und kriegen einen Trinium-Feuerstoß-Plasma-Geschütz. Oh, ist auch nicht schlecht gewesen jetzt. Den Raketenwerfer. Das sind alles Verteidigungsgeschichten hier, ne? Was haben wir hier noch? Hier haben wir noch welche, ne? Okay, forschen. Distanz Doppelpoint Defense Geschützturm. Ah, ist jetzt nicht so prickelnd geworden, ne? Ne, der war gut. Ja, dreifach Flak da rein, dreifach Flak nochmal. Der kann da auch rein. Super dreifache Regeln, schmeißen wir da auch noch rein. Das ist ein Bergbauer. Komm, den schmeißen wir auch rein, das ist nämlich nur ein normaler. Distanz Duo Flak Trinium. Ist ein R. Okay, dann sind wir schon mal weiter. Geschützkontrollsystem sehe ich 1, 2. Bergbausubsystem. Und das hier ist auch ein Bergbausubsystem. Und haben wir noch eins? Da ist noch eins. Das heißt, da haben wir 5 von, die upgraden wir gerade. Schürferklasse OG Bergbausubsystem, exotisch.
Okay. Material, oh nett, da kannst du auch was mit anfangen, wahrscheinlich dann. Schnellladebatterie Booster. Komm rein damit. Drei Stück an der Zahl haben wir da. Naja. Was packen wir dazu? Energiezuschildumwandler. Den Höchstgeschwindigkeitsüberbrücker. Und den. Und dann kommt da was, eine Schnellladebatterie-Booster rein. Auch nicht schlecht. Jetzt sind wir hier an MKV Energiezuschildumwandler. Schmeiß den da mal rein und den da rein. Der Tiefenscanner, ne, den. Jetzt haben wir hier den Detektor. Jetzt greift uns irgendwer an. Da oben sind ein paar aufgekommen. Radarverstärker. Warte, ne, das ist ein Traktor, ne? Den will ich da nicht reintun. Da geht es um die Sprungreichweite plus 3,0 Hyperraum-Countdown minus 2 Energieverbrauch plus 1 Gigawatt. Ne, da forschen wir mal nicht mehr. Wo sind denn die da oben? Hatte ich hier schon alles angeguckt? Ich glaube ja, ne, oder? Habe ich schon nach dem Reisezentrum geguckt, ob das eine Mission hat? Ressourcenknappheit, ne? Das nicht. Forschungsstation hatte ich aber auch schon gefragt, ne, oder? Ja. Da ist nur noch Sektor erkunden dabei. Dann Karte und Vektor. Da wollen wir ja nicht mehr jetzt weiter gucken. Jetzt müssen wir das so machen, dass wir hier Reise machen und dann. Das ist die weiteste unbekannte Energiesignatur. Links klicken. Schnell und starten. Und jetzt sitzen wir hier und warten, bis der dann da ist. Hier ist aber noch neben einer. Da springen wir doch mit der kleinen Drohne mal hin. Da können wir noch was suchen. Ob da noch was festzustellen ist, ne? Dann haben wir keine störenden Geschichten bei dem Typen da, den Piraten. Können wir gerade in dem Sektor noch gucken, ob es hier Stationen gibt, die vielleicht das haben. Schäferei M. Schwarzes Brett, Lieferung Biogas. Schwarzes Brett, kein Auftrag. Nächste Station, kein Auftrag. Letzte Schäferei. Lieferung Biogas. Und hier ist noch einer, eine XL. Lieferung Stoff. Waffenfabrik Zulieferer, schwarzes Brett nix. Und Waffenfabrik, schwarzes Brett nix. Hat der Frachter noch eine Information für uns? Was gibt es hier, um mir zu unterhalten? Gott. Und dann gibt es noch zwei Tore. Brauche ich aber nicht. Hoffe, dass der jetzt schon da angekommen ist. Traveler. Sieht wohl so aus. Schiff in Sektor wechseln. Wechseln. Gut, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Leider haben wir nichts gefunden, aber was will man machen? Falls ihr noch keine Ahnung habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt, damit wenn ich das nächste Video hochlade, gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Da ist nix. Nee. Schwarzes Brett, nix.
Nee, V4 auch nichts. Bis dann. Ciao.